Spiegelreligion des Christentums. Wirklich, es hört sich an, als würde da jemand langlaufen. Tarotkarte. Krankheit, Irrsinn. Ja, auf welchen Gebieten des Okkultismus haben Sie bereits gearbeitet? Nein, Alter, er hat einfach ein uraltes Ouija-Brett gefunden. Als wir diese Tour gestartet haben, haben wir nicht ansatzweise kommen sehen, was wir alles noch erleben würden. Hunderte Kilometer führt es uns durch die Tschechische Republik auf der Suche nach dem Adrenalin und genau das haben wir bekommen. Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Wir befinden uns gerade an einem der verfluchtesten Orte weltweit. Polizei? Die schleichen jetzt gerade im Garten rum. Das ist ein Grab. Gar keine gute Idee. Robonite, Abbruch. Fuck. Bastard. Paranormales, Gänsehaut, Abenteuer, oh, Spannung, oh, Lost Places, oh, und pure Emotion. Leute, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Tour, Tschechentour, mit drei ganz besonderen Personen. Es geht direkt actiongeladen los, wir sind mitten in der Nacht, wir sind in einem kleinen Dorf, wir müssen schnell sein. Dave nickt schon, wir müssen jetzt rein. Hier ist der Eingang, oder? Das findest du das nicht auf, leider. Ich denke, ja. Okay, wir schauen mal weiter. Alter, das sieht auf jeden Fall schon richtig mystisch aus. Gruselig da drin aus. Oh Gott, hier kriege ich ein bisschen Spinnenparanoia. Scheiße, guck mal. Das war's für dich. Was denn? Der Spinnen jetzt. Alter, hör auf, hör auf. Dieses, Alter, hier kann ich nicht lang. Junge, Junge, Junge. Oh, direkt über meinem Kopf. Beeil dich. Hier ist das Fenster auf. Ist offen? Ja. Okay, scheiße. Also wir hatten gerade gar keine Zeit, ein richtiges Intro zu drehen, aber der gute Dave ist mit am Start, der uns auch hier die Location jetzt zeigt. Natürlich der Sicherheitsdienst. Ist auch mit am Start. Tacos World. Und natürlich Xander Stories. Ich habe auch schon eine Spinne im Gesicht hängen. Hey Leute, wir haben so viel vor. 5 Tage erwartet euch jetzt eine Tschechentour und das hier ist der Anfang. Es geht direkt actiongeladen los. Wir müssen leise sein, wir müssen aufpassen, aber ich glaube, es wird gut. Oh, hier durch so einen wirklich mega ranzigen Eingang, der voll ist mit Spinnnetzen, Leute. Oh, es ist gar nichts für mich, ich hasse Spinnen. Was? Man kommt rein und es ist alles irgendwie noch da. Und es ist ja komplett, also dieser ganze natürliche Verfall, alles voller Spinnenweben, richtig, richtig, guck euch das mal an. Boah, ist das eklig, ich möchte nicht wissen, was da für eine Fette drin sitzt, da siehst du die? Oh. Okay, das ist echt nichts für mich, die Location. Hast du eine Taschenlampe? Ja, hab ich. Okay, gut. Guck mal alleine da hinter dir, Alex. Auf diesem Schrank. Das hier ist mal eine Küche gewesen, ja. Ne? Und hier die ganze Leiste. Guck mal, hier ist noch alles. Ja. Guck mal, da sind alles so Messer drin. Und Gabel und so drin. Streichhölzer. Mit Leon und dem guten Sander. Auf Tschechien-Tour. Und das ist die erste Location, Leute. Ein altes verlassenes Bauernhaus. Ich war hier selber noch nicht drin, weil das im Sommer wirklich so zugewachsen war. Hast dich doch nur nicht getraut, gib's doch zu. Ich hab geweint. Ja, genau. Nee, Leute, mal gucken, es sieht bis jetzt schon mal ziemlich vielversprechend aus. Für unseren Archäologen vor allem. Genau, genau. Ich bin wieder top. Alter, hier ist auch so ein alter Kühlschrank. Da habe ich fast schon ein bisschen Angst, jetzt den aufzumachen. Aber ich weiß, dass ihr das alle sehen wollt. Von daher. Oh Gott, ja, es sind noch Sachen drin. Oh, Alter, guck mal, diese uralte Cocktailsoße, das Design kenne ich noch von 2000 oder so. Oh Gott. Puh. Ja, also, ich finde, wenn man sieht, dass irgendwo Sachen im Kühlschrank sind, dann
spricht das schon für sich. Absolut geisteskrank. Also hier steht noch alles komplett rum. Und hier seht, ihr seht, hier wurde tatsächlich auch gekocht. Ne? Also hier ist noch so ein alter Ofen, so mit Herdplatten und allem drum und dran. Da waren wahrscheinlich mal Kochutensilien drin. Alter, kann man sich nicht vorstellen, wie rostig das hier alles ist, dass damit auch mal gekocht wurde hier. Ich würde sagen, bei 5000 Likes müssen wir uns mit den Kochutensilien unterwegs was kochen, das wär's. Alter. Jetzt will ich dein Gesicht sehen. Was? Alter, hier ist ja so ein richtiger Wohnbereich gewesen. Sind wir. Ich dachte, das wäre der Keller oder so. So vom Feeling her, wie alt das und urig das alles aussieht. Ja. Guckt euch das mal an. Hier so eine alte Couch mit Katzenfutter, wo es aussieht, als hätte da jemand was draus genascht mit dem Löffel, der da noch drin liegt. Boah. Ist auch leer. Hier ein wunderschönes altes Klavier. Genauso eins hatte mein Papa bei sich stehen. Aber guck mal, es sieht echt aus. Hat hier jemand vielleicht noch Katzen oder so gefüttert? Kann das sein? Weil hier ist überall Katzenfutter, was hier rumfliegt, ne? Dann noch mit der alten Matratze hier. Hier, 2019 ist das D-Mark oder 98. 1998 ist das abgelaufen. Ja. Ach, Leute, schaut. 1998 abgelaufen. Ach du Scheiße. Okay, das ist krass, schon ein paar Jährchen her. Ich hätte jetzt vielleicht auch vermutet, dass hier ist ja auch manchmal, ne? Dass dann irgendwo Katzen noch oder so zu einem Lost Place kommen und dann da gefüttert werden oder so, ne? Ja, kann durchaus sein. Habt ihr den Kalender gesehen? 1993. Der Kalender ist von 1993. Mit einem großen Pferd drauf, letztes Jahr was aufgeschlagen ist. Hier. Tatsache. Einfach 30 Jahre Leerstand. Wahnsinn. Ja, okay, ich denke nicht ganz 30 Jahre davor. Die Katzenfutterdose sind von 98. Oh, okay, da war ich noch nicht. Boah, hier steht auch richtig was. Boah, hier sind so Gurkengläser und so. Ich habe die ganze Zeit eine Scherbe hier unter mir. Hast du schon mal in den Kühlschrank geguckt? Nee, muss ich gleich mal machen. Ich habe jetzt hier gerade Konserven und so gefunden. Boah, Leute. Guckt euch das an. Ist jetzt in dem Sinne keine Schleichwerbung, aber guckt euch dieses Glas an. Wer würde das noch essen? Stell mal vor, du müsstest dieses Onkel Bens Glas dir heute Abend zubereiten. Ich glaube, das wär's dann mit der Tour. Alter. Aber komplett. Wir werden ja heute auch noch einen Overnight machen. Wir wissen noch nicht mal wo, aber wir haben da ein paar Locations, die in Frage kämen. Ach du Scheiße! Ey, Jungs laufen hier gerade über uns lang und es klingt wirklich, als würde jeden Moment die Decke einbrechen, ne? Ich hoffe, dass da war so mit dem Holz. Ey, das sieht nicht ganz safe aus hier, die Stelle. Nicht, dass uns da gleich einer der Jungs runterkracht. Ich finde auch irgendwie dieses Spiel, was hier liegt, ne? So, wenn man sich vorstellt, dass hier damals die Menschen gesessen haben und dieses Spiel vielleicht auch gespielt haben, so, weißt du? Okay, es ist ein Puzzle, aber trotzdem, da ist zum Beispiel auch Monopoly in so einem ganz alten Design. Guckt euch das mal an. Alte Leute geboren, die hatten Enkelkinder hier, haben mit denen Monopoly gespielt oder gepuzzelt. Ja. Und das liegt hier jetzt alles. Okay, warte mal, das musst du jetzt noch mal ganz kurz für die Kamera auch erklären. Also du warst selber noch nicht in der Location hier? Nein, aber ich wollte hier mal in die Location rein und habe die eigentlich mit der Gewissheit bekommen, dass hier so Tarotkarten, so okkultes Zeug rumliegen soll. Echt? Und das erste siehst du ich schon hier. So komische Zeichen drauf hier. Hinten steht was von Seherbrief, wie so ein Flyer selber gemalt. Okay, Leute, also jetzt nimmt das Ganze eine recht komische Wendung an gerade. Guckt euch das mal an. Okay, also gut, im Grunde genommen ist es jetzt in erster Linie natürlich nicht direkt ein Teufelszeichen, ne? Es könnte natürlich auch einfach nur ein Pentagramm sein, je nachdem, wie drumherum es gerät ist. Zielrichtung Magier steht da drunter. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Wir können uns hier mal ein bisschen durch die Unterlagen wühlen, aber guckt euch das mal an. Die Feuer der Erkenntnis, Brothers of the Darkest Light.
Spiegelreligion des Christentums. What the fuck, was ist das? Also hier, oder hier zum Beispiel, da steht auch irgendwas Pfad der Magie. Also hier beginnt echt dieses okkulte Zeug, ne? Hier ist auch nochmal irgendwas. Seherbrief. Alter, das sieht aber mehr als nur hobbymäßig aus. Das ist hier mehrfach gedruckt und alles. Ja, das ist schon richtig ernst gemeint. Das glaube ich auch. Hä, aber... Also, meinst du vielleicht, dass die Leute, die hier lebten, vielleicht Teil von irgendeiner Art von Sekte oder sowas waren? Also, bei den Sachen könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht haben die das so in kleineren Kreisen gemacht. Vielleicht haben die hier sogar irgendwelche Sitzungen und Seancen abgehalten. Man kann da nur mutmaßen, aber... Also in den Ort hier passt es auf jeden Fall. Ja, weil es ist halt auch wirklich, wir sind irgendwo im Nirgendwo, ne? Ja. Also hier ist tatsächlich, ich habe das gerade mal geöffnet, dieses Seherblatt oder wie, was auch immer das ist. Hier steht was von Visionen. Hier werden Visionen schriftlich festgehalten. Und man sieht, dass es auch mit einer Schreibmaschine 1981 geschrieben worden ist. Wie krass ist das denn? Also hier muss ja irgendjemand gewohnt haben, der dann anscheinend Visionen hatte und diese halt dann auch schriftlich festgehalten hat. Das hat so viel mehr Tiefe, das Haus, als man jetzt beim Reingehen gedacht hat. Ne? What the hell? Also das habe ich auch noch nie erlebt bei einem Lost Place. Ihr seht hier Vision Oktober, hier sind alle Visionen festgehalten, bevor sich die Erde in ihrer neuen Lage im Weltall und in ihrem Sonnensystem einpendelt, wird es von einer auf die andere Minute sehr kalt werden, sodass alles mit Eis überzogen ist. Alle Feuchtigkeit der Luft kommt als Schnee und dann als Eisregen nieder. Es wird ein Temperatursturz von etwa 15 Grad plus auf mindestens 15 bis 20 Grad minus geben. Es kann jedoch auch noch kälter werden. Diese Kälte, die vieles erfrieren lässt, wird jedoch nicht anhalten, denn ich sah einige Zeit später wieder die subtropischen Verhältnisse und es herrschte wieder die Wärme, die ich als anfangs gespürt hatte, so wird es dann bleiben. Weißt du, warum ich das gerade recht krass finde, das zu lesen? Das ist von 1981 und gerade aktuelles Thema ist ja auch so Klimawandel und alles drum und dran, dass man halt Wetterextreme heftiger hat. Man hat mehr Extreme, die in die kalten Bereiche gehen, aber danach auch wieder Extreme, die in die warmen Bereiche gehen. Es ist unheimlich, das jetzt so zu lesen. Ja. 30, 40 Jahre später. Safe. Krass, ey. Also ich bin echt überwältigt von dem Ort hier gerade. Boah, hier hast du das Bild schon gesehen? Wow. Also es wird ja noch richtig abgespaced hier. Und da wirklich, es hört sich an, als würde da jemand langlaufen. Das sind die beiden, die oben lang gehen. So unangenehm. Ja. Guck mal hier, noch alte Hundeleine oder so. Also hier ist halt nochmal so ein Badezimmer, ein uraltes. Boah, das sieht auch krass aus. Es ist halt wirklich in so einem ganz, ganz urigen Stil, ne? Guck dich alleine mal den Wäscheständer an, der hier noch steht. Oder die Waschmaschine. Da ist sogar noch was drin. Da ist sogar noch was drin. Ey, hier hat einer vergessen, die Wäsche zu waschen. Mensch! Wahnsinn, ey. Alter, guck dir alleine mal das Design von einem Taft Haarspray an. Ja. Man kennt's von heute, ne? Ja. Man kennt wirklich Taft Haarspray, kennt man ja von heute. Und also so ein Design, das kenne selbst ich nicht mehr. Weil der Regenbogen wieder in die heutige Zeit passt. Ja gut, das stimmt natürlich, ne? Boah, was haben wir denn hier? So ein alter Kasten in der Wand. Oh, Alter, was ist denn das? Hä? Alter, das muss auch irgendwie so ein okkultistisches Zeug sein oder so, glaube ich. Holy Energy. Alter, wisst ihr, was das ist? Schreibt's mal in die Kommentare, falls ihr eine Ahnung habt. Einen abgestrichenen Löffel mit 500 Milliliter kaltem Wasser mischen. Hier ist ja auch direkt noch so ein Shaker mit dazu. Ich glaube, da muss man das dann reinmischen oder so. Ich sag's euch, Leute, das ist bestimmt Teil von einem Ritual, ey. Tatsächlich ganz gut, ey. Zumachen, gut schütteln stand da. Oh. Oh. Also auf der Verpackung stand drauf, dass es auf jeden Fall heilig sein soll und unerwartete Kräfte in einem auslösen soll. Na gut, probieren wir das Ganze mal aus, oder? No risk, no fun. Ah!
diesem Sinne zum Wohl. Vielleicht sitzen auch einige von euch gerade vor dem Bildschirm mit einem guten Holy. Es ist die gesündere Alternative zum ungesunden Energy Drink, den man sich irgendwo an der Tanke holt. Man braucht nur ein bisschen Pulver mitnehmen und seinen Shaker und hat alles, was man braucht. Kein Zucker, kein Taurin und es ist auch noch viel, viel günstiger als normaler Energy Drink. Und das Beste, es schmeckt natürlich auch noch besser. Jetzt gerade hier trinke ich die neue Sorte, der gute Peacock's Punch. Eine Sorte, die sich zusammensetzt aus Orange, Zitrone, Granatapfel und einem kleinen Hauch von Kokos, den ich aber persönlich gar nicht rausschmecke. Es ist tatsächlich einer meiner Lieblingssorten geworden, weil es wirklich super, super fruchtig wie so ein Cocktail oder so schmeckt. Die Leute, die auch meine Streams schauen, die wissen, ich sage das nicht einfach nur so. Es gibt auch Sorten bei Holy, die mir nicht so gut schmecken, aber es gibt ja zahlreiche Sorten, also es müsste eigentlich für jeden was dabei sein. So, und falls ihr die ganze Sache selber mal ausprobieren wollt, dann schaut mal in die Beschreibung. Mit dem Code LEON5 spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung und mit dem Code LEON spart ihr 10%, falls ihr zum Beispiel schon einmal bestellt habt. Eignet sich natürlich auch ganz gut als Neujahrsvorsatz, falls man irgendwie sagt, man möchte auf Zucker verzichten oder sich generell gesünder ernähren oder auch Geld sparen. Dafür passt Holy natürlich ideal. So, jetzt aber genug von dem Gelaber, sonst dreht ihr irgendwann genauso durch wie ich. Erkunden wir weiter. Oh yeah. Ey, es ist so der Horror, mit jedem Schritt, den ihr hier oben macht, kommt hier so eine komplette Menge an Putz und Dreck von der Decke runter. Ja. Und man denkt, das sind Schritte, weil das so laut da unten alles runterfliegt. Ja. Also die Decke, da müssen wir aufpassen. Ey, habt ihr es mal gelesen da? Die haben komplett in diesen Heften ihre Vision festgehalten und reden von irgendwas, dass da komplett Eisregen und so auf die Welt runterkommen wird. Ja, danach kommt aber wieder alles, danach wird es wieder super heiß und tropisch und. Handgeschrieben. Wir haben schon gesagt, das ist von 1981, das passt irgendwie auch zur aktuellen Zeit, so mit Klimawandel und allem drum und dran. Ja, du hast ja auch teilweise so Bücher, Nostradamus, seine Voraussagungen, oben liegen Tarotkarten. Ich habe dir eine mitgebracht, eine ganz besondere. Alter, was ist das? Tarotkarte. Krankheit, Irrsinn, willst du mich verarschen? Ich dachte, die passt zu dir. Alter, what? Die schwarze Magie und Verderben. Die werde ich sowas von wieder genau dahin legen, wo sie war, Alter. Die, ja, hier oben das, in der Schublade. Das, wirklich, also bei sowas bin ich schon ein bisschen abergläubig. Okay, Leute, gehen wir nach oben. Was ist das denn hier? Ist das eine alte Lampe? Oder ein Insektenvernichter oder so? Ich weiß es nicht, es sieht echt komisch aus. Boah, hier liegt noch mehr überall auf dem Boden rum. What the hell? Astrologische Parfüms, okkulte Räucherstoffe. Also, wer auch immer hier gelebt hat, what the hell, das ist echt heftig. Hast du die Puppe schon gesehen? Ne, die Puppe habe ich noch nicht gesehen. Was ist das für eine Location? Das ist so unheimlich. Alter, das ist so eine ganz uralte Akte irgendwie. Und schlag mal auf. Guck mal, handgeschrieben und da oben auch schon wieder Prophezeiungen. Was ist das? Das scheint richtig professionell gewesen zu sein. Ich kann heute leider nicht zum Treffen kommen. Susi geht es gesundheitlich auch Schmerzen, Übelkeit, nicht gerade gut. Ich muss mich um ihr leibliches Wohl kümmern. Zum Treffen kommen, aber das, guck mal, das schließt ja auch schon wieder auf das, was wir schon vermutet haben, dass das irgendeine Art von Sekte hier gewesen ist. Und der Brief ging nämlich an dieses Haus, dass jemand hier zum Treffen nicht erscheinen konnte. Ja. Die haben hier wahrscheinlich irgendwelche wirklich Rituale oder Sitzungen oder irgendwelche religiösen Treffen veranstaltet. Und so richtig so eine kleine Gruppe oder Sekte gehabt. Guck mal, ist ja auch alles voll damit. Was steht auf diesem Blatt dahinter? Dieses Prophezeiungen. Das ist so crazy. Ne? Guck, Alter, Orden of the Mystic Light. Sekretariat. So hießen die, Orden of the Mystic Light. Alter, wie viel man hier noch rausfindet. 5 Frauen blicken in die Zukunft. 1883, ein neues Jahr beginnt, voll Hoffnung. Wie krass ist das denn? Ey, wer weiß, die Hundeleine, die wir da gerade gesehen haben, vielleicht war genau das die Hundeleine. Ja. Ich kann das gerade echt nicht richtig fassen, ne? Hier kann man wieder so viel. Hier ist irgendwie so ein, weiß nicht, wie so ein Werbeblatt oder was? Alter, nein, oder? Das sind Fragebogen. Ja.
Das sind Fragebogen, um in diese Sekte aufgenommen zu werden. Guck dir das mal an, zu welchem der anderen Planeten unseres Sonnensystems fühlen Sie sich am meisten hingezogen? Oder hier, auf welchen Gebieten des Okkultismus haben Sie bereits gearbeitet? Alter, guck mal da vorne, das Buch, Katalog, Isis, Urania, astrologische Parfums, okkulte Räucherstoffe. Alter. Wenn du hier dieses Regal durchsuchst, du wirst alles finden, was irgendwie hier zu dieser Geschichte gehört. Also ich bin gerade sprachlos. Das ist das Sekretariat von einer kleinen Sekte. Von einer okkulten Sekte. Was habt ihr denn jetzt? Wir haben ein Fragebogen zu den Leuten, die Teil dieser okkulten Sekte sein wollten. Hier steht, guck, wo liegen Ihrer Meinung nach Ihre besonderen Fähigkeiten? Auf welchen Gebieten des Okkultismus haben Sie bereits gearbeitet? Und hier sind private Briefe von Leuten, die sich abmelden von den religiösen Treffen. Ich kann heute nicht kommen, gesundheitlich. Was? Und richtig alles krank. Drin. Guck mal, hier guck. Da irgendwelche Sammlungen, okkulte Räucherstoffe. Ja, das habe ich eben auch schon gesehen. Hier Pentagramm. Okay, das mal hier. Das stand da hinten. Was? Ja. Hier was sind auch ist das denn? Pentagramm drauf und so weiter. Ja. Ich bin gerade echt komplett sprachlos. Was ist das für eine Location? Das ist hier so unheimlich. Die Leute, der Dave hat gerade noch mal diesen Stab in der Hand, den wir eben auch schon gesehen haben. Mal kurz ab, dann können wir noch mal die einzelnen Sachen sonst rausnehmen. Ja. Pentagramme drauf. Hier in Nostradamus ist ja so mit der bekannteste Wahrsager, den es überhaupt jemals gegeben hat. Yo. Hey, das ist so krass. Also ist ja, alles voll damit, ne? Da sagt man ja sogar, dass er sowas wie die Anschläge am 11. September und sowas vorhergesagt hat. Also wirklich detailreich. Unheimlich. Hier, erstellen Sie Ihr Horoskop selbst. Zodiac. Und da drüber ein Fahrsimulator. Yeah. Hier, guck mal, da ist er. Einfach ein uralter Fahrsimulator aus den 80ern. Guck mal, wie vintage ist das denn? Hier mit so einem Schlüssel auch noch. Würde mich nicht wundern. Wenn man das Ding restauriert, dass es noch irgendwie funktioniert oder so, ne? Komplett krank. Das ist wirklich so, das gibt mir so 80er-Vibes, dieses Teil, ne? Was ist das hier? War das ein Getränk? Eine Flüssigkeit oder vielleicht sogar irgendwie so Sand für so eine Sanduhr? Ich finde generell dieses Ding, guck mal, es ist ein umgebauter Fernseher, wo wir hier gerade reingucken. Stimmt. Wir gucken quasi gerade auf die Rückseite von einem Fernseher. Vielleicht war das wie so ein kleiner Altar oder so, der hier hergerichtet wurde, weißt du? Die Leitung nach, guck mal, da siehst du richtig den Innenraum. Ja. Die ganze Verkabelung. Boah, das ist ein uralt. Nein! Was? Nein! Das lag hier unten drum. Alter, er hat einfach ein uraltes Ouija-Brett gefunden. Aber nicht. Selbst gebastelt. Das ist so crazy. Was? Leute, das hat gerade Dave einfach mal hier aus dem Müll rausgezogen. Das ist sowas wie ein handgemachtes Ouija-Brett. Du hast hier einmal das komplette ABC, Zahlen von 1 bis 10. Hier steht noch Nein. Und hier stand bestimmt mal ja. Mhm. Ach du Scheiße. Krass. Ey, ich könnte mir vorstellen, dass die es anders gemacht haben. Die haben es bestimmt wie so eine Art Uhr gemacht, dass das dann auf die jeweiligen Zahlen so gezeigt hat. Das ist eigentlich voll smart. Ja. Also ich habe nie daran gedacht, dass ein Ouija-Brett auch so funktionieren kann, ne? Wie so eine Uhr dann quasi. Ja, genau. Ja. Das ist ja übel, das lag mitten hier, da seid ihr alle drüber gerannt. Krass, ey. Ja, oder ich auch selber. Ich will gar nicht wissen, wenn man sich hier alles anguckt, was man noch alles findet, ne? Ja. Jeder einzelne Zettel hier steht irgendwas über Medien und komische Ich-Bewusstsein und sowas. Das ist ja übel. Ey, ich hoffe, ihr nehmt hier nichts mit. Das wird mir oft in den Kommentaren geschrieben, ich soll nichts mitnehmen. Ey, ich will es in den Kommentaren erklärt bekommen, ohne Mist, weil das lässt mich gerade nicht in Ruhe, was das für eine Art Sekte war. So, weißt du? Das ist aber, also das scheint schon was mit dem Okkultismus zu tun gehabt haben, ne? Alter, was ist das für ein Schlafzimmer, ey. Komplett krank. Und hier, jo, hier liegen die ganzen Tarotkarten direkt neben dem Bett. Schwarzmagier, Gerechtigkeit, Weiser. Und da unten so Steine, die sie wahrscheinlich in ihrem Online-Shop als Heilsteine verkauft haben. Guck mal, da drüben, die beiden Mappen ist auch noch interessant. Das sind so wie so Lehrbücher für Naturheilkunde und sowas. Also die scheinen sich mit sowas krass beschäftigt zu haben. Okay, schauen wir hier nochmal rein. Selbststudium Naturheilkunde. Okay, das ist alles voll. Vielleicht waren die das halt beruflich im, ich sag jetzt einfach mal, echten Leben, ne, dass sie dieses Ganze mit der Sekte
so privat gemacht haben und das hier halt wirklich irgendwie ja, als Hauptberuf irgendwas Heilpraktikermäßiges. Das hier passt auch irgendwie gar nicht zum Rest des Hauses, aber ja. Also ich bin echt hin und weg von der Location, Freunde. Ehrlich, schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr Informationen zu dieser Sekte oder was auch immer habt. Alter, guck mal, wie hier auch hier oben so ein ganz uriger Schlüssel hängt. So als wenn du so irgendwen eingeschlossen hast oder so. Stimmt. Aber what the fuck, was mir jetzt gerade auch mal auffällt, ne? Hä? Warte mal, Alter. Was sind das für Kratzspuren an dieser Tür? Leon sagt's gerade. Die komplette Tür ist voll mit Kratzspuren. Hier ist noch so ein altes komisches Band und wahrscheinlich der Schlüssel, der da draußen hing, wird vermutlich zu dieser Tür gehört haben. Und da, Alter, und jetzt passt auf. Hier sieht es so aus, als wäre hier irgendwas aufgebrochen worden oder so. Als wäre hier vielleicht vorher irgendwas, ja, hier war vorher eine Mauer drin. Die wurde geöffnet. Das heißt, das war vorher ein Raum hier. Stell dir mal vor, das war so ein Bestrafungsraum, wo du eingesperrt wurdest, wenn du dich irgendwie nicht richtig verhalten hast. Hier der Altar, vor dem du dann beten musstest. Ey, ich kann mir echt vorstellen, dass hier die irgendwelche Rituale abgehalten wurden, ne? Ja. Genau in diesem Raum, wo wir gerade stehen. Weil auch mit dem Fernseher sieht alles so hergerichtet aus irgendwie, auch wenn natürlich viel durchwühlt ist. Aber es würde schon alles ganz gut passen, auch da mit diesem Kinderstuhl da drin, das ist so weird. Ey, warte mal. Die Kratzspuren sind von außen. Du hast recht. Das macht es irgendwie noch unheimlicher. Als hätte man sich hier drin eingeschlossen, um hier vor dem Altar zu beten, um sich vor dem draußen zu schützen. Junge, ich verstehe es nicht, Alter, ich verstehe es nicht. Also das verstehe ich halt wirklich nicht, ne? Aber die sind auch von drin, die Kratzspuren. Ja, das ist ganz komisch. Also sowohl von drin als auch von draußen so Kratzspuren. What the hell? Also das verstehe ich noch nicht ganz irgendwie. Guck mal, der Schlüssel, der wird doch wahrscheinlich zu der Tür gehören, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Das Haus, es wirft mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt. Ja. Je weiter du dich hier hin, also je mehr du hier rumgehst, desto mehr Fragen kommen auf. Nee, oder? Hä? Die Kasse kam durchs Fenster, wo ich hier gerade abmoderieren wollte. Oh nein, ist das süß. Hallo? Hallo? Du kennst dich hier besser aus als wir, ne? Ja, oh. Stell mal vor, das ist jetzt noch der Geist der alten Besitzerin vom Haus. Boah, Alter. Also irgendwie hatte ich auch so einen Gedanken. Ich habe oben diesen Stock, diesen Krückstock bewegt. Ja. Ja, das ist ein Dämon. Ja, wer weiß. Komm, wir nehmen die mit auf Tour. Wir haben übrigens die Kratzspuren an der Tür entdeckt. Ja, das ist voll im Hund. Ja, meinst du? Also genau kann wie im Kuhhaus, sein, ne? Kuhhaus Sand, das war auch ein Hund. 100. Ja gut, das kann echt sein. Das würde es halt erklären, oder ne? Oder eine Katze, wer weiß. Ja, nee, die haben... Ja, ist zu klein. Ja. Hey, na du? Also das haben wir auch noch nicht erlebt. Na du? Ja. Aber ich denke, dass das weiße Magie war. Also keine bösartige Sekte, auf glaube jeden Fall. Glaube ich auch nicht. Also ich habe vor, da liegt ein Schriftstück, da steht halt drauf, dass es sich nicht um schwarze Magie handelt, sondern gutmütig ist. Bloß irgendwie in den Seinsbewusstseinszustand oder so. Keine Ahnung, womit die experimentiert haben. Mhm. Ich glaube, es ist schon etwas abgespaced, aber jetzt nichts, was, keine Ahnung, voll negativ oder sonst irgendwas ist, ne? Denke ich nicht. Es kommt befremdlich für uns, ganz klar. Aber ich denke nicht negativ. Hoffen wir mal. Ja. Ich sehe schon, ey, gleich Autounfall. Ja, okay. Was ist das? Du hast Scheiße an der Hand? Ja. Mörderscheiße. Riech mal rein. Direkt da an der Fingerspitze, ne? Warum fasst du denn auch da rein, Alter? Das ist echt war Scheiße. An dem Brett. Klar, hundertprozentig ist das Scheiße. Ich riech nichts. Warum hast du Scheiße an der Hand? Boah. Jetzt zeig mal unter deinem Schuh, hier riechst du die ganze Zeit nach AA. Heute hat es nicht mich erwischt. Warte, da habe ich... Oder? Hm. Bruh.
Oh! Scheiße? Das könnte schon. Ja, es sah ganz verdächtig aus. Mensch, ich bin gerade so froh, dass es mich nicht erwischt hat. Komm, direkt kommen sie alle mit den Kameras. Dave, komm noch mal her. Dave, komm noch her. Ich will das zeig dir mal. Lass mal riechen, Alter. Lass mal riechen. Jetzt hat er schon einmal. Oh. Ich hab nur das Riechen. Hä? Mach mal kurz. Hast du deine Audio schon gesehen? Ja, hab ich. Warte. Zeig das mal. Das ist Kacke. Aber wo kommt denn die Kacke? Wo kommt denn die Kacke an der Bringer her? Von dem Brett. Leute, guckt euch das an hier. So sieht das aus, wenn man Scheiße am Finger hat. Das kommt ins Thumbnail, oder? Und wie fühlst du dich? Beschissen. Beschissen, ich mit Scheiße am Finger. A few moments later. So, Nachtwächter, wo sind wir jetzt? Ich weiß es selber nicht. Das ist nicht gut. Sieht gut aus, oder? Aber es sieht echt spannend aus. Also wir sind hier echt mitten irgendwo auf dem Land. Wir sind gerade tatsächlich sogar von der Lage her fast in Österreich. Die Berge bzw. Alpen sind von uns circa eine Stunde entfernt. Und da vorne, mitten auf dem Land, befindet sich unsere nächste Location. Ein uraltes Haus, wo wir auch keine weiteren Informationen drüber haben. Es ist auf jeden Fall auch auf keiner Karte oder sonst irgendwo verzeichnet. Deswegen schauen wir doch mal. Das sieht doch gut aus. Eieiei, okay, es könnte sein, dass es hier auch nur in den Schuppen reingeht. Ich weiß es nicht. Ah, nee, da ist eine Tür, die weitergeht, womöglich ins Wohnhaus. Ja, hier wollen wir uns auch gar nicht länger aufhalten. Das sieht schon echt einsturzgefährdet aus, aber wir gehen direkt weiter. Die Ghostbusters sind unterwegs. Die Ghostbusters mit dem Sicherheitsdienst. Ghostbusters! Nein, der hilft schon. Also Alex mit der Jacke, ich habe vorhin schon gesagt, er sieht halt wirklich aus wie so ein Ghostbuster. Ne? Komplett vollgepackt mit Equipment bis oben hin. Da könnte man wahrscheinlich dich anschießen und da würde die Kugel irgendwie zurückprallen oder so, weil da gerade das K2 Meter noch an der richtigen Stelle sitzt. Die Plasma-Pistole fehlt noch. Ja. Du stehst auf einer leichten Wippe. Oh, jo. Warte. Alter! Was denn? Guck mal, Mann. Holy shit. Das ist richtig krass. Okay. Geil, oder? Also. Man kommt hier halt echt direkt in so ein Schlafgemach mit so einem uralten Kinderwagen, der hier steht. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass da mal ein Baby drin gelegen hat, ey. So ein alter Reisekoffer hier. Krass, ey. Richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Das ist schon so ein bisschen Frankreich-Vibe, so, ne? Ja. So diese Tapete, so, diese Einrichtung. Ja, ja so. Der Kinderwagen, der ist insane, ey. Alter, guck mal, das Kreuz da direkt in der Ecke. Ich weiß, ich finde sowas immer ein bisschen creepy, ne? Also es ist natürlich, eigentlich ist es nichts Gruseliges, weil es ganz normales christliches Zeichen so ist, ne? Ja. Trotzdem finde ich immer Religion zum gewissen Ausmaß dann irgendwie auch in verlassenen Orten unheimlich. Die Zeitung ist von 98. Krass. Vielleicht war das hier so ein Gästebett oder so, ne? Weil hier ist so ein kleiner Küchenbereich gewesen, kleine Küchenzeile hier. Das sieht eigentlich aus, als wäre es hier. Also. Zum Gästezimmer? Ja, oder vielleicht auch, wenn die hier. Vielleicht Enkelkinder oder so, kann auch sein, ne? Mit einem Kinderwagen, das wird natürlich passen, ja. Dass die vielleicht dann hier gepennt haben oder so, ne? Ja. Weil es ist jetzt kein Schlafzimmer, es ist ja eigentlich eine Küche hier, wo wir gerade stehen. Sieht fast so ein bisschen durchgangsmäßig aus, als wäre das bloß so ein Durchgang. Aber die alten Häuser wurden alle so gebaut, dass jedes Zimmer mit jedem verbunden war, so. Mhm. Ist mir mal aufgefallen. Ja. Und hier steht auch noch irgendwas auf dem Tisch mit Vitamin und Traubenzucker. Emulsion. Ist so ganz weird zugemacht irgendwie, ne? So mit Alufolie und so. Keine Ahnung, warum. Ja. Was ist denn das? Ach so. Das ist, glaube ich, so Vitamin. Da kannst du so Vitamine zu dir nehmen, weißt du? Vitaminsaft. Alten Nahrungsergänzungsmittel. Alte Aktentasche hier rein. Leider nicht. Alter, da liegt ein 500-Euro-Schein drin. Nein, Spaß.
Das wären wenn schon 500 D-Mark. Ja, das stimmt. Warte, hier ist auch noch ein Raum. Alter, guck mal, die hatten einfach direkt nebenan ihre Werkstatt. Einfach direkt neben der Wohnung. Alter, mit so riesigen Holzsägen, einer Axt. Ey Leute, das ist schon wieder ein kranker Zufall. Wir haben auf der gesamten Autofahrt hierhin über so Mörder und die verschiedensten kranken Filme geredet, auf welche verschiedensten Arten und Weisen man Menschen foltern und dann am Ende auch erledigen kann. Und jetzt wirklich wie heraufbeschworen, kommen wir in so einen Raum mit 800 Sägen. Also das ist natürlich krass, aber es sieht mir ganz nach so einer Holzverarbeitung oder so aus. Auch die unterschiedlichen Arten der Sägen hier, ne? Als wenn die hier irgendwas so schreinermäßig vielleicht gemacht haben, ne? Ich habe gerade schon gedacht, wie heraufbeschworen, auf der Autofahrt hierhin nur über solche Sachen geredet. Das ist die Folterkammer hier. Und das ist die Folterkammer hier. Jetzt guck mal, auch die Axt, die da steht, ey. Eigentlich musst du dich mal so in die Ecke stellen, um den Taco dann hier reinkommt. Das sieht echt krass aus, ne? Hier drüben ist nichts weiter. Das sieht so aus, als würden die mal hier angefangen haben zu renovieren, ja. Ja. Das Haus war ja riesig von außen. Ja, ja, also ein zweites Stockwerk gibt es auf jeden Fall und sogar ein drittes, so wie es aussieht, auch noch. Nur natürlich auf Verfall. Ich glaube, die haben das hier als Lager benutzt für das, was sie unten hergestellt haben. Guck auch mal hier, das sind so hergestellt haben. Irgendwas mit Holz, zum Beispiel sowas hier. Die hatten unten zig verschiedene Sägen, Pfeiler und so weiter. Was? Ein Safe in der Wand einfach. Ja, haben sie auch mal versucht rauszuholen hier. Alter, meinst du, da ist noch irgendwas drin? Kann man da reinleuchten? Nee. Brauchst du halt so einen Schlüssel. Krass. Tja, habe ich noch ein Safe gefunden hier. Wer weiß, ob da noch irgendwas drin ist. Das wäre auf jeden Fall ein Auftrag für Survival, Martin. Der hat ja in seinen letzten Videos immer versucht, irgendwelche alten Safes zu knacken. Guck mal, da hast du ganz. Wir haben sogar Werkzeug hier. Schlüssel und die Werkzeuge. Wir hier einmal dranhalten so und nein. Hä, aber wie krass das hier einfach direkt liegt, auch mit den Schlüsseln und so. Die haben das Safe alles rumprobiert. Ja, ja. Die haben versucht, den rauszuholen aus der Wand. Heavy, ey. Crazy Location. Kann man da hoch? Alter, was sieht so unsicher aus. Die Treppe ist nicht mehr die beste. Oh Gott, Leute. An der Stelle mal wieder Disclaimer, auf keinen Fall nachmachen, weil das wirkt hier wirklich nicht mehr allzu sicher. Ich gehe auch, glaube ich, an der Seite eher. Ey, wirklich jede Stufe muss man für sich überprüfen. Ist halt auch alles nur noch Holz. Alter, was ist das? So ein alten Fass hier oben. Und einem Lumpen. Krass, ne? Ja. Da liegt eine Fetzen drin. Ich habe unten auch schon welche gefunden, von 59, glaube ich. Hä? Juni. Von 54. 1954. Nee. Funk, Film, Fernsehen. Für 40, Zeitschrift, ne? 40 Pfennig. Ich glaube, es ist so eine Fernsehzeitung oder so, kann das sein? Sieht so aus, ja. Oder einfach nur Werbung. Ja doch, hier, Fernsehzeitung. Eine richtig alte Fernsehzeitung von 54. Was lief denn da so? Hier, UKW-Programm sogar. Hier, 5.50 Uhr. Frühmusik. 7 Uhr, gut aufgelegt. Heftig. Interessant, ey. Wellenfahrplan. Man muss sich halt auch. Symphonien, Hörspiele. Man muss sich halt auch echt überlegen, dass damals es nicht Standard war, dass jeder einen Fernseher sich irgendwie leisten konnte. Ja. Was haben wir denn hier oben noch? Krass. Alter, guck mal auf die Mechanik dahinter, hinter dieser Waage. Warte mal, die zeigt dir an. Zu fett. Ich muss mal wieder ein bisschen trainieren, wa? Richtig nice, was liegt da drin? Pulverfabrik. Alter! Was? Der Dynamit? Ist das Dynamit oder was? Alter! Das ist Köln-Rottweil-Pulver. Das ist
Ist das Sprengpulver, Mann? Musketpulver. Das ist bestimmt Schwarzpulver, oder? So, Schießpulver. Was? Wahrscheinlich war die ganze Kiste mal gut gefüllt. Alter, wie der Schraub. Oh Gott, das ist doch hier so ein Wespending, oder? Ja. Fuck. Ja, über uns auch. Hab ich gar nicht gesehen, oder? Was? Oh, ja, stimmt, da oben auch. Ja, ja, alles voll. Alles voll mit so kleinen Wespennestern hier. Oh, krass, Mann. Das ist doch echt. Ey, wir haben einfach Schwarzpulver gefunden. Echt? Ja, ja, in so einer originalen Verpackung von damals. Und ich habe schon wieder eine Katze gefunden, die ist im Stockwerk unter uns. Echt jetzt? Schon wieder eine Katze? Diesmal eine schwarze Katze. Oh, das bringt aber Unglück. Kam von links nach rechts. Aber guck mal hier, Musketpulver. Was? Pulverfabrik Adolfsfurt. Der Dynamit Aktiengesellschaft. Vormals Alfred Nobel und Co. Musketpulver. Voll noch original verpackt, ne? Was haben die denn damit hier angestellt? Wofür braucht man das sonst? Ja, Freunde, ich würde sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber jetzt wird's richtig ernst, weil jetzt begeben wir uns zu der finalen Location, wo wir einen Overnight machen. Gehen wir uns zur finalen Location. Finale Location. Ihr wisst, was das heißt. Kanal abonnieren. Alle. Alle. Du bei jedem. Du auch. Bei allen. Du hast es auch gehört. Du auch abonnieren. Du auch. Und liken. Ganz wichtig. Und Kommentar. Ja. Ja. Oh. Wir sind auf jeden Fall irgendwelche Gerichtsbeschlüsse, Anzeigen. Die schleichen da jetzt gerade im Garten rum. Kommen Sie raus, Polizei. Die Polizei hat uns aus dem Lost Place geholt und den Overnight gecrashed.